Für Drugstore und Potze war das heute der letzte Tag. Nicht des Jahres, sondern überhaupt. Die beiden Clubs in der Potsdamer Straße müssen raus. Mietvertrag ist nicht verlängert worden. Mieter war da der Bezirk. Der hat den Clubs die Räume zur Verfügung gestellt. Und heute sollten die Betreiber die Schlüssel dem Bezirksstadtrat zurückgeben. Statt Schlüssel aber wartete erstmal Protest. Die Stimmung ist aufgeheizt. Um 11 Uhr sollen Drugstore und Potze ihre Schlüssel übergeben. So ist es mit dem Bezirk verabredet. Der Verein Sozialpädagogische Sondermaßnahmen Berlin e.V. übergibt hiermit alle Schlüssel zu den Räumlichkeiten an den Bezirk Tempelhof Schöneberg. Vertreten durch den Jugendstreitort Oliver Schork und hat somit keinen Zutritt mehr. Damit ist Drugstore der erste Verein raus. Und viele von ihnen haben ihr Wohnzimmer verloren, die Räume, in denen sie groß geworden sind. Doch als Potze seine Schlüssel abgeben soll, passiert das, was offensichtlich auch Jugendstadtrat Oliver Schwork überrascht. Ich darf mitteilen, dass der Verein seinen Besitz an den genutzten Räumen in der Potsdamer Straße 180 im zweiten Obergeschoss zurzeit nicht aufgibt. Der Verein weist sie darauf hin, dass eine Räumung die vorherige Erlangung eines gerichtlichen Räumungstitels und die vorherige Zustellung desselben an den Schuldner voraussetzt. Bevor diese Voraussetzungen nicht vorliegen, ist der Besitz geschützt durch die Paragraphen 854 fortfolgend des bürgerlichen Gesetzbuches. Ich gehe daher davon aus, dass Sie nicht versuchen werden, rechtswidrigerweise eine sofortige Räumung durchzuführen. Andernfalls bin ich beauftragt, sofort gerichtlichen Eilrechtsschutz beim Amtsgericht Schöneberg in Anspruch zu nehmen. Das darf ich Ihnen übergeben für den Verein Potze e.V. Was heißt das jetzt? Der Verein bleibt in den von Ihnen genutzten Räumlichkeiten. Und besitzt damit das zweite Obergeschoss. Ich fühle mich etwas hinter sich geführt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht genau, wie ich darauf jetzt reagieren soll. Eine Lösung muss gefunden werden. Doch das ist in dieser emotionalen Stimmung gar nicht so leicht. Ich heule drum, dass die jungen Leute alle verkacken irgendwie. Dass alle an den, alle auf der Straße wegklappen, ja? Und dann nehmt ihr uns den ältesten Raum. Das ist auch kacke. Dann lasst ihr irgendwie auch noch. Ich muss diese Räumlichkeiten übergeben. Ich habe keinen Mietvertrag. Warum musst du? Weil ich keinen Mietvertrag habe. Alles, was jetzt passiert, passiert über Schadensersatz und passiert für mich unberechenbar. Alles, was es jetzt an Geld kostet hier, was zusätzlich anfällt, geht zulasten des Topfes für Jugendarbeit. Sie haben ja gesagt, lassen Sie sich von der Vergangenheit reden, aber der Schaden, der entsteht, ist der Vergangenheit geschuldet und der jetzigen Situation, dass es halt nichts gibt, wo die Jugendlichen hin können. Nach 2 Stunden ist klar, eine Einigung wird es heute nicht geben. Der Bezirk will jetzt die eingereichten Dokumente prüfen lassen. Und falls nötig, muss dann ein Gericht entscheiden, ob eine Räumung zulässig ist.